Hallo zusammen, ich bin André und das ist mein Kanal. Heute möchte ich gerne bei dieser Hitze, möchte ich euch ganz gerne mit auf eine kleine Reise durch den Baumarkt nehmen. Und zwar möchte ich euch gerne mal erzählen und zeigen, wie ich meine Feuerstelle gebaut habe. So eine Feuerstelle im Garten zu haben, ist eine super Sache. Viele haben ja schon so eine Feuerschale oder so einen kleinen Kamin oder irgendwas in der Richtung. Und das Problem da bei den Sachen ist, dass der Rasen unter der Feuerschale meistens verbrennt. Na, auch wenn du Steine unterlegst, die Steine werden auch heiß, Rasen verbrennt trotzdem. Also das hilft nicht unbedingt. Ja, also habe ich mir gedacht, so eine Feuerstelle ist eine schöne Sache. Bin im Baumarkt, ins Freigelände, habe mich da so ein bisschen umgesehen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Rasenkantensteine, die verschiedensten Formen. Und ja, dann habe ich angefangen, mir einfach ein bisschen was zusammenzusuchen und habe dann da hinten auf dem Freigelände, da im Baumarkt, habe ich mir dann so ein bisschen was hingelegt, was mir dann nachher auch gefallen hat. Und habe dann diese Teile, ja, habe die dann auch eingekauft. Na, alles hier auf dem Wagen zu sehen. Und davon gibt es natürlich die verschiedensten Farben auch und vom Preis tut sich das nicht viel. Na, ihr müsst ungefähr für diesen Einkauf auf dem Wagen, so alles zusammen, sind das circa, ich glaube, 100 € habe ich ausgegeben. So, und dann würde ich noch vorschlagen, dass man eben so einen Stahlring kauft. Der hat unten so kleine Füße, die setzen dann auf, also so Aussparungen, sodass dann von unten auch Luft rankommt. Also der schließt nicht den Boden jetzt komplett ab. Und eben halt an der Seite da diese ausgeschnittenen Feuerzungen, diese Flammen da, das sieht natürlich auch toll aus, wenn das Feuer da am Brennen ist. Ne? Ja, alles zusammengepackt, ab nach Hause. Und dann habe ich die Betonteile da auf die Stelle gelegt, wo ich das bauen möchte. Ringsrum ausgestochen. Und habe dann soweit alles rausgenommen in der Mitte, bis das denn tief genug war, so weit wie ich die Steine dann rein haben wollte. Ja, dann habe ich die Steine reingesetzt. Die Mitte habe ich dann mit dem Beton quasi gefüllt. Habe den Beton, du schüttest das ja einfach nur rein, dieses Ruckzuckbeton. Und dann machst du einfach nur Wasser rüber mit der Gießkanne und das wird nach kürzester Zeit wird das bombenhart. Ne? Das ist echt klasse. Du brauchst noch nicht mal drüber, brauchst eigentlich noch nicht mal groß überlegen. Ja. Obenrum den Ring habe ich dann gemacht mit Begrenzungssteinen. Habe ich dann auch gekauft. Die kosten auch nicht die Welt. 49 Cent oder 59, je nach Farbe. Gibt es auch in verschiedenen Formen. Ne? Muss man sich immer mal überlegen, was man machen möchte. Wenn man jetzt nicht diesen Stahlring kaufen möchte, diese Begrenzung, die habe ich ja nun dazu geholt. Aus dem Grunde, weil unsere Feuerstelle ein bisschen zu groß war. Das heißt, das Feuer ist dann
Nach kürzester Zeit ist das Holz auseinandergefallen und es brannte dann nicht mehr richtig. Es war nicht heiß genug. Und durch diesen Ring wird das so begrenzt, dass das Feuer richtig schön runterbrennen kann. Du hast eine mördergeniale Glut und ja, es ist einfach klasse. Es verbrennt auch wirklich so gut, dass du dann nachher nicht noch so viel dicke Kohlestücken da drin hast, also so Rußstücken, Holzstücken, wie auch immer. Ne? Ja, hast du nachher fast nur noch Asche da drin. Also, das ist toll. Und es sieht auch noch gut aus. Und dieser Ring, der kostet 80 € ungefähr nochmal extra. Findet ihr in gut sortierten Baumärkten, wo auch diese Feuerschalen angeboten werden. Das ist normalerweise ein Aufsatz für eine Feuerschale. Ja, aber wir haben das jetzt nachträglich, haben wir was gesucht und das ist das Beste, was wir da machen konnten. Ja, dann habe ich dann natürlich alles schön gemacht drumherum, habe dann auch ein bisschen Zierkies da alles drumherum verschönert und also ich fand die Feuerstelle richtig toll. Ich konnte es eigentlich kaum abwarten, da endlich das erste Feuer drin anzuzünden. Hab ja dann in der Mitte hatte ich dann ein Loch gebohrt noch in den Beton, weil ich dachte mir, okay, wenn sich doch zu viel Wasser sammelt, dass das dann in den Boden versickern kann und hatte dann da nur zwischenzeitlich mal so eine Solarlampe reingestellt. Das sah auch ganz schön aus. Ja, Dekotante halt, ne? Okay. Dann kam das, womit ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe, dass der Maulwurf richtig Gas gegeben hat. Er hatte ja schon während der Bauphase, die ja wirklich, ja, eine Stunde habe ich dafür gebraucht, um das alles fertig zu machen. Da hat man ja, sieht man ja auf den Fotos, der Maulwurf hat ja schon sein Unwesen getrieben. Du siehst ja diese riesigen Haufen da auf dem Foto, hinter der Schubkarre und so. Und habe gedacht, na, okay, ne, ich habe einen Betonboden, das sind schwere Betonteile und so. Da beißt er sich seine komischen Krallen vorne ab oder wie auch immer. Das wird nichts. So. Ja, am nächsten Tag hat er uns eines Besseren belehrt. Er hat doch tatsächlich angefangen, die Feuerstelle zu untergraben und hat da in jeder Ritze was hochgedrückt, wo man da nur hochdrücken konnte. Ist das nicht unglaublich, was der sich da erlaubt hat? Ich bin ja wohl förmlich im Dreieck gesprungen. Und du weißt ja auch gar nicht, was du gegen so einen Maulwurf unternehmen kannst. Ne? Die sind ja nun mal, stehen ja unter Naturschutz und ja, und dann stehst du denn da und boah, du ärgerst dich, die Ketze. Ne? Also wir haben dann die Erde da weggenommen, wir haben dann die Löcher freigelegt und dann haben wir immer mit einer kleinen Schaufel haben wir dann die Erde wieder reingespült in die Löcher. So, und das haben wir so oft gemacht, bis er aufgegeben hat. Seitdem ist toi toi toi, ist Ruhe damit. Aber das war schon mörderärgerlich. Ich meine, sieht man ja auch auf den Fotos, wie ärgerlich das war. Ne? Und ja, aber egal. Das ist jetzt mittlerweile oder schon länger ist das schon vergessen. Diese Feuerstelle hat für ganz tolle Stimmung schon gesorgt. Hier, wenn man mit mehreren Freunden hier, sag ich mal, so ein Chili con Carne Essen gemacht hat, mit Feuer und Glühwein im Winter, dann hat man ein richtig schönes Feuer da gehabt. Man konnte sich drum rumstellen oder man hat Stühle daran gestellt und so. Also, es war wirklich. War toll, ne? Ob das nun mit mehreren ist oder nur zu zweit oder wie auch immer, macht das, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr einen Garten habt, wo ihr das machen dürft und ihr habt da Bock drauf, steht sowieso auf so ein bisschen Feuerspielerei im Garten oder so, ne? Kerzen und. Das ist dann schon eine große Kerze dann daher. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das würde mich auch freuen, wenn es jemand nachbauen würde. Und ihr könnt es ja in die Kommentare unten reinschreiben. Oder ihr lasst ein Abo da, würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Und ja, bleibt gesund und munter, auch wenn das so heiß ist. Trinkt genug. Und ja, ihr könnt euch schon auf das nächste Video freuen. Wer sich denn darauf freut. Da werde ich dann berichten von unserem Ausflug nach Hennestrand, Dänemark. Und was wir denn da so erlebt haben. Seid gespannt. Also, bis bald. Euer André. Ciao.